Hallo, hier ist die Claudia von doTERRA Aromatherapie. Ich wollte heute noch meinen Abschlussbericht machen, wie es mir mit meiner doTERRA Entschlackungskur ergangen ist. Und zwar muss ich generell sagen, dass ich sehr zufrieden bin und die Kur auch wieder machen werde und sie auch anderen Leuten weiterempfehlen würde. Ich habe schon einige Erfahrungen mit Entschlackungskuren und ich finde, im Vergleich zu anderen Kuren ist sie sehr einfach durchführbar, weil man eben die ganzen Sachen in den Kapseln fertig hat. Man muss nicht selber irgendwas zusammenmixen oder irgendwelche Prozeduren machen. Man kann es eigentlich ganz einfach in den Alltag integrieren. Das Einzige, worauf man halt achten muss, ist, dass man eben regelmäßig die Sachen nimmt. Da habe ich mir so ein Excel-Dokument ausgedruckt und in die Küche gehängt. Da habe ich eben hingeschrieben, welche Sachen ich wann nehmen muss und es dann immer abgehakt, weil ich sonst mir das auch nicht hätte merken können. Ich hatte mir zum Ziel gesetzt, dass ich gerne mehr Energie hätte durch die Kur und ich bin sehr zufrieden mit dem Resultat. Schon nach ein, zwei Wochen habe ich gemerkt, dass ich besser schlafe, weniger Schlaf brauche und auch sonst irgendwie den Tag besser überstehe. Und daher bin ich sehr zufrieden. Ich werde jetzt die Kur auch noch ein- oder zweimal machen, weil ich gelesen habe auf der offiziellen doTERRA-Webseite, dass es gut ist, wenn man die mehrmals macht, ungefähr dreimal hintereinander. Ich mache jetzt einen Monat Pause, mache dann wieder einen Monat und dann nochmal einen Monat Pause. Und ich denke, dass das schon stimmt, dass man natürlich, wenn man so viele Sachen in seinem Körper angesammelt hat, dass man das vielleicht dann auch mehrmals machen sollte, um wirklich ein besseres Resultat zu erzielen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu der Kur und die selber ausprobieren wollt, dann könnt ihr euch immer gerne an mich wenden. Ansonsten, die ganzen Produkte gibt es auf meiner Webseite. Ihr könnt mich immer fragen, wenn ihr irgendwas wissen wollt. Ihr könnt mir auf Facebook folgen, da poste ich eigentlich immer am meisten, auch auf Twitter und auf anderen Medien. Und natürlich könnt ihr immer auf meiner Webseite auch die neuesten Sachen lesen. Bis bald!